Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich hatte euch ja schon den ID.7 in einem Reichweitentest ausführlich vorgestellt. Heute wollen wir uns mal ein bisschen die Software anschauen. Software 4.0 von VW ist ja in sehr vielen ID-Modellen mittlerweile auch vorhanden. Die neuen werden sowieso damit ausgeliefert und 5.0 ist schon in den Startlöchern. Ja, das schauen wir uns heute an. Wie ist die Ladeplanung? Wie ist die Software? Wie ist die Bedienung? Wie ist die Ergonomie? Welche Kritikpunkte gibt es und was kann sie besonders gut? All das werden wir heute feststellen. Das wird bestimmt ein interessantes Video für die, die sich für ID-Modelle interessieren. Deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, Leute, ihr wisst ja, ich fahre privat Tesla und da bin ich natürlich, was Software angeht, sehr, sehr verwöhnt. Das ist ja mehr oder weniger ein rollendes iPad, wie man so schön sagt. Die Software in den Teslas, die ist extrem flüssig, der Prozessor ist mega schnell, die ganze Bedienung ist super intuitiv. Also wer mit dem iPad, iPhone umgehen kann, der findet sich da relativ schnell zurecht. Es ist alles total einfach zu bedienen und eben auch die Funktionalität ist wirklich super. Man kann jetzt natürlich geteilter Meinung sein, ob die Funktionen, die da hinzukommen bei den Updates, jetzt wirklich sinnvoll sind. Aber einige auf jeden Fall, zum Beispiel das Matrixlicht, was vor ein paar Wochen gekommen ist, die Verbesserung der Scheibenwischerautomatik, die jetzt wirklich perfekt funktioniert. Aber das ist gar nicht so das Thema, nur ich bin eben, was die Software angeht, dort extrem verwöhnt. Und jetzt schauen wir uns halt mal die Software 4.0 an. Das ist momentan State of the Art, was bei VW ausgeliefert wird. Und das Erste, was mir schon auffällt, ist, jedes Mal, wenn man den Wagen betritt oder wenn man sich in den Wagen setzt, dann gibt es hier diesen Willkommensscreen. Und man muss ihn wegklicken. Ja, also man muss auf OK drücken. Warum, frage ich mich, kann nicht der letzte ausgewählte Nutzer eingestellt bleiben? Und so zuletzt, wie ich die Software verlassen habe, warum kann sie nicht so wieder starten? Warum muss man das immer wieder von neuem machen? Jedes Mal, wenn ich mich in den Wagen setze. Das ist aber nicht nur bei VW so, ist bei Hyundai Kia genauso und auch bei anderen Automodellen ist es so. Allerdings ist es total nervig, finde ich. Also ich weiß wirklich nicht, was der Sinn so einer Funktion sein soll, außer dass es den Fahrer extrem nervt. Gut, wir haben also OK gedrückt und befinden uns jetzt ja im Homescreen. Den erreicht man immer hier durch dieses blaue Quadrat. Also egal, wo man ist, wenn man bei den Assistenten ist. Ja, ihr habt schon gesehen, es hat ein bisschen geruckelt. Und da kommen wir auch schon zum Ersten. Die Funktion ist nur bei eingeschalteter Zündung verfügbar. Ja, eine Zündung kenne ich vom Verbrenner. Eine Zündung kenne ich eigentlich nicht vom Elektroauto. Aber gut, Sie meinen wahrscheinlich, das Auto muss eingeschaltet sein. Und dazu gibt es hier einen Einschaltknopf, Start-Stopp-Knopf. Drücke ich drauf, mein Sitz verstellt sich und jetzt ist auch der Screen da. Ja, warum ist der Screen nicht da, wenn das Auto aus ist? So richtig weiß ich es auch nicht. Ja, Homescreen. Draufdrücken, man ist wieder da. Klimamenü ist hier, ne? Und da ist schon das Erste, was mir aufgefallen ist. Klima aufgerufen, drücke ich nochmal auf Klima, bin ich wieder im Homescreen. So wünsche ich mir das, ne? Toggle-Funktion, genau das, was ich aufgerufen habe mit der Taste, kann ich mit derselben Taste auch wieder entfernen. Assistenzsysteme. Aufgerufen, drücke ich drauf, komme ich nicht wieder zurück zum Homescreen. Muss ich auf den Homescreen drücken. Völlig inkonsistent. Das gleiche auch für die Mode-Auswahl. Kann ich nicht nochmal drauf drücken, komme ich nicht wieder zum Homescreen. Navigation, drücke ich nochmal drauf, komme ich nicht wieder zum Homescreen. Muss ich hier immer drauf drücken. Wie gesagt, bei Klima geht es. Klima aufgerufen, wieder auf Klima gedrückt, bin ich wieder da, wo ich vorher war. Ja, so wünsche ich mir das. Bei allen anderen Schaltflächen ist es leider nicht so. App-Liste aufrufen, App-Liste drücken, bin ich wieder beim Homescreen. Also funktioniert. Warum nicht bei den Favoriten hier oben, ist für mich völlig unverständlich. Dann haben wir hier noch sowas zum Runterziehen. Das ist so eine Schnellleiste, wo ich mir quasi Sachen, die ich immer benutze, hinziehen kann. Habe ich tatsächlich aber in meinen 2 Wochen nie benutzt, weil ich da eigentlich gar nicht drauf gekommen bin, das herunterzuziehen. Das ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache. Kommen wir jetzt mal zum wichtigsten Punkt, nämlich zum Navigationssystem. Das ist ja das, was man als Elektroautofahrer gerade bei Langstrecke ständig nutzt. Und da ist natürlich eben wichtig, wie funktioniert das mit der Ladeplanung. VW hat hier schon einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht und hat hier wirklich eine sehr, sehr gute Ladeplanung integriert. Ich kann ja mal nach München navigieren. Wir haben jetzt, was haben wir, 73% im Akku, 335 Kilometer Reichweite. Das heißt, bis München schaffen wir es so natürlich auf keinen Fall. Das heißt, er muss jetzt irgendwelche Ladestopps hinzufügen. Hallo Ida, navigiere nach München. Okay, München Zentrum. Gute Fahrt.
Das ist auch schon wieder eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Dreier-Version, dass ich einfach München sagen kann und er navigiert zum Zentrum und er stellt einen nicht irgendwie eine Liste von 7 Münchens dar, aus dem man dann auswählen muss, welches München man denn meint, und dann will er auch unbedingt noch eine Straße haben. So, er hat also notwendige Ladestopps hinzugefügt. Das sieht man natürlich wie gewohnt hier bei VW. Ich kann noch mal diese Gesamtkarte anzeigen. Hier sehen wir den Reichweitenkreis. Wir kommen also, keine Ahnung, bis Kassel ungefähr. Und da müssen wir dann einmal laden. Und dann müssen wir noch ein zweites Mal laden. Das heißt, wir haben 2 Ladestopps mit 73%, bis wir in München sind. Ausgewählte Route übernehmen. Okay, mache ich jetzt. Und hier haben wir natürlich unsere gesamte Strecke. Das heißt, hier ist das Ziel, hier starten wir und hier gibt es dann auch noch so ein paar Symbole am Rand. Hier ist zum Beispiel auch noch so ein Ladesymbol. Da klappt das dann auf, wird dann groß und hier sehe ich im Prinzip den Verlauf meiner Route. Also ich komme an einem 11 kW, Moment, das wollte ich nicht. Ich komme an einem 11 kW Eneco Lader vorbei, der ist hier bei mir um die Ecke. Warum der mir hier angezeigt wird, erschließt sich mir nicht, weil ich will ja da gar nicht hin. Das ist auch ein AC-Lader mit 11 kW. Keine Ahnung. Dann gibt es noch irgendwie ein Restaurant am Leester Deich. Das ist hier auch um die Ecke. Warum mir das angezeigt wird, weiß ich jetzt auch nicht. Ich will doch, bevor ich losfahre, jetzt nicht noch erstmal was essen gehen. Okay, sinnvoll ist dann eine Baustelle in 1,8 Kilometer, dass die angezeigt wird, finde ich gut. Und dann kommen wir zum ersten Ladestopp. 300 kW ENBW Autobahnraststätte Göttingen. Sehr gut. Bis dahin dauert es 2 Stunden 19 Minuten. Was ich jetzt hier nicht sehe, ist, mit wie viel Prozent ich da ankomme. Ich sehe, dass ich da 32 Minuten laden soll. Wenn ich wissen will, mit wie viel Prozent ich da ankomme, dann muss ich da drauf drücken. Dann steht hier, mit 16% soll ich da ankommen. Ne? Und dann nochmal 2 Stunden 19 Minuten Fahrstrecke, 239 Kilometer. Ich soll dort bis 77% aufladen innerhalb von 32 Minuten. So, und wenn ich jetzt sage, dieser Lader gefällt mir nicht, dann kann ich den entweder auch noch mal in der Karte anzeigen, um zu sehen, was ist denn da in der Nähe. Oder ich kann weitere Ladestationen anzeigen, die um diesen Lader herum sind. Da sucht er jetzt. Und hier ist der Lader. Und hier seht ihr jetzt hier diese Ladestation. Da kann ich in die Karte zoomen. Also hier sieht man schon sehr viel. Und er sagt dann hier, leider keine Treffer verfügbar, solange er sucht. Das dauert aber nur 2-3 Sekunden. Und dann hat er die Treffer gefunden. So, und hier sehe ich eine Liste von Ladestationen, die hier im Umfeld des ursprünglich ausgesuchten Laders sind. Unter anderem sehe ich auch hier Ionity, aber auch viele andere. Und den Ionity-Lader, den will ich vielleicht bevorzugt anfahren. Da drücke ich mal drauf. Ah ja, der befindet sich da. Na? Und da kann ich jetzt im Prinzip sagen, ich will jetzt den hinzufügen. Mache ich mal. Bitte fahre zur Anzeige. Wird die Route neu berechnet. Deine Route enthält einen notwendigen Ladestand. Genau, der ursprüngliche Lader wird herausgerechnet. Und da ist jetzt mein Ionity drin. So, Stichwort Filterfunktion. Ich kann natürlich hier bei Setup, Routenoptionen, Ladestopps automatisch hinzufügen. Kann ich auch noch die Restreichweite einstellen, mit wie viel ich am Ziel ankommen möchte, mit wie viel ich am Lader ankommen möchte. Aha, das ist die Reichweite, gar nicht die Prozentzahl. Ne? 30 Kilometer möchte ich am Ziel Reichweite haben oder 40. Beim Lader möchte ich noch 20 Kilometer Reichweite haben. Oder 40, so, das kann ich alles einstellen. So, kommen wir jetzt mal zur Vorkonditionierung. Unter Navigations-Setup, Zielführung und Routen, zweite Ebene, Routenoptionen, dritte Ebene, habe ich in der dritten Ebene hier Optimierung der Schnellladefunktion bei aktivierter Zielführung. Das ist das da. Und das bedeutet Akkuvorkonditionierung, wenn ich im Navigationssystem einen Ladestopp eingegeben habe und er eine Ladestation anfährt. Das kann ich auch ausschalten. Manuell starten kann ich das auch. Da gehe ich dann hier auf die Ladeeinstellungen, dann gehe ich hier auf Optimieren. Und hier wird mir angezeigt, wie meine aktuelle Schnellladefähigkeit ist. Aktuell mit 51 kW, weil der Wagen jetzt kalt ist. Und ich kann jetzt hier die Batterieheizung auch manuell starten. Und das bedeutet, er benötigt jetzt 19 Minuten für die Optimaltemperatur. Das ist relativ lang. Und das heißt, da muss ich also auch noch mal Zeit haben oder ein Stück fahren, bis die Batterie auf optimaler Temperatur ist. Also 5 Minuten vor der Ladestation das zu aktivieren, das macht eigentlich wenig Sinn.
Ich kann natürlich auch nach Ladeanbietern filtern, aber diese Filterfunktion ist nicht besonders umfangreich. Wenn ich hier auf den Filter drücke, dann gibt es hier Filter für Ladestationen, aktiv oder nicht aktiv. Da kann ich erstmal sagen, alles über 100 kW soll er mir nur anzeigen oder eben alle oder alles ab 50 kW. So, dann natürlich nur freie Ladestationen, die haben dann hier so einen grünen Punkt, also alles, was besetzt ist, soll er mir gar nicht anzeigen. Dann kann ich hier Ionity auswählen und WeCharge auswählen. Und das war es auch schon, also ich kann nicht Tesla Supercharger gezielt anfahren oder andere Ladeanbieter hier einstellen, sondern nur Ionity. Das bedeutet aber nicht, dass er bei der Ladeplanung ausschließlich Ionity-Lader einplant, sondern das bedeutet das, was wir gerade hier gesehen haben, wenn ich hier einen Lader habe, zum Beispiel den zweiten Lader ENBW kurz vor München. Wenn ich weitere Ladestationen auswählen möchte, dann sucht er jetzt hier in der Umgebung von dem ENBW-Lader. Und da sucht er eigentlich Ionity, aber irgendwie nicht nur, sondern er trägt Ionity da ein, aber als weitere Anbieter in der Liste. Aber er zeigt mir jetzt hier nicht nur Ionity an. Wir können das ja mal machen, indem ich hier den Filter bei Ionity ausschalte. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf die ENBW-Ladestation und sagen weitere Ladestation. Ob er jetzt Ionity auch findet. Ja, jetzt ist Ionity hier aus der Liste nämlich, nee, da ist er ja. Also diese Ionity-Funktion, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, welchen Sinn die eigentlich hat, weil so richtig erschließt sich mir das nicht. Ne? Also es ist aktiviert als Filter, bei der Ladeplanung wird aber, bei der automatischen Ladeplanung wird aber nicht nur Ionity gesucht, sondern alles und auch entsprechend eingeplant und auch bei der Suche nach Ladestationen. Ja, da wird auch nicht nur Ionity gesucht, sondern auch alles angezeigt. Und ich muss mir dann, ich kann hier nochmal den Filter, ja, Ionity ist halt aktiviert, ja. Ich kann ja mal nur Ionity anmachen, alles andere aus. Dann, okay, dann findet er nur Ionity. Okay, das macht Sinn. Aber wenn ich beim Filter Ionity und auch alles andere eingeschaltet habe, ja, so, dann macht es eigentlich wenig Sinn, weil dann finde ich halt alles, unter anderem auch Ionity. Aber alles in allem finde ich die Ladeplanung wirklich super, vor allem, dass man jetzt eben einen Lader ersetzen kann und den bevorzugten Anbieter dann hier aus der Trefferliste heraussuchen kann. Also das finde ich alles richtig gut, auch wie die ganze Geschwindigkeit hier von dem Navigationssystem ist und von der ganzen Ladeplanung. Also das gefällt mir richtig gut und ich finde, da ist VW schon sehr weit vorne. Jetzt müssen sie halt nur noch Tesla Supercharger einplanen können, denn die sind A, mittlerweile fast alle in Deutschland oder sogar Europa für Fremdmarken geöffnet und B, auch meistens mit die günstigsten Anbieter und die findet man hier in dieser Ladeplanung leider überhaupt nicht. So, Ladeplanung abgehakt, würde ich sagen. Das ist bei VW inzwischen gelöst, funktioniert reibungslos, bis auf ein, zwei kleine Punkte, die sie noch verbessern können. Vielleicht kommt das ja demnächst noch. Der Rest der Funktionalität ist auch schnell erklärt. Der Homescreen, den kann man ja anpassen. Man kann verschiedene Homescreens sich konfigurieren. Man kann hier oben die Favoriten hinziehen. Das ist auch relativ einfach. Man hat hier eine Kachelansicht für die ganzen Apps, die es gibt. Vielleicht noch ein Wort zur Spotify-App, die Sie jetzt hier haben. Ja, da würde ich dann doch lieber CarPlay benutzen, entweder Apple oder Android und mein Spotify darüber streamen, weil das hier, das funktioniert zwar, ist aber sehr, sehr langsam. Also ihr seht ja, gut, die Liste wird irgendwann geladen. Ich habe jetzt hier einen Song, kann aber zum Beispiel nicht mal vorspulen. Ja, ich kann hier drauf drücken, kann aber nicht mal, ich mache mal leise, nicht mal den Song irgendwo hinspulen. Es geht einfach nicht. Und ich habe festgestellt, wenn ich das eine Zeit lang benutze, während der Fahrt, keine Ahnung, so 20, 30 Minuten und wechsle öfter Songs oder skippe oder schalte um auf den nächsten oder auf eine andere Playlist, ja, das Ding friert mir dann irgendwann ein. Ich vermute Speicherüberlauf oder so. Auf jeden Fall friert es einfach ein und reagiert nicht mehr. Und ja, das macht dann natürlich eigentlich keinen Spaß. Oberflächendesign ist wie immer Geschmackssache. Für mich ist das alles ein bisschen zu bunt.
Und naja, okay, aber Flüssigkeit, Geschwindigkeit dieser ganzen Funktionalität, die ist mittlerweile richtig okay. Da gibt es eigentlich gar nichts zu meckern. Ab und zu ist es verwirrend, weil man kommt natürlich durch drei verschiedene Wege zur selben Funktion. Jetzt hier die Autoeinstellungen, hier die Assistenzsysteme. Da komme ich auch hier rüber über Assistenten, ne? Und dann komme ich auch hier über Setup oder über Fahrzeug zu den gleichen Funktionen. Hab dann verschiedene Screens als Ansicht, die das gleiche irgendwie einstellen können. Also das ist dann irgendwie verwirrend, wenn ich ganz verschiedene Wege habe, auch verschiedene Screens, die unter Umständen auch optisch ganz anders aussehen, aber doch irgendwie das gleiche einstellen. Das ist irgendwie ein bisschen wirr, finde ich. Da müssten Sie noch mal ein wenig aufräumen und das Ganze natürlich ein bisschen konsistenter machen am Ende. Aber ich finde, mit der 4er-Version sind Sie schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und die 5er-Version habe ich noch nicht gesehen. Aber da darf man gespannt sein, was VW sich da jetzt noch einfallen lässt, was Sie da verbessern. Also summa summarum kann ich sagen, auch im Vergleich jetzt mit Mercedes oder BMW oder Kia, Hyundai, da ist diese Software doch mittlerweile richtig gut. Also es macht fast schon Spaß, sie zu benutzen. Und ja, im Vergleich zu Tesla ist es halt ganz anders, ne? Also das ganze Bedienkonzept ist ein bisschen anders. Auch die ganze Optik, die ganze Darstellung. Ja, das Navi ist halt immer noch so ein bisschen, wie man so ein Navi kennt aus den Navis 2010, sage ich mal. Die ganze Farbgebung und so. Es gibt keine Satellitenansicht. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber ist natürlich auch Geschmackssache und Gewöhnung. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, Software 4.0 ist für mich doch relativ rund. Bedienung macht ja fast schon Spaß. Und im Vergleich zu Mercedes oder BMW oder auch Hyundai, Kia, da ist das hier doch relativ angenehm zu benutzen und nicht mehr so, wie man es vielleicht am Anfang von den ID-Modellen noch kannte. Und die viele Kritik, die es an der Software gab, die finde ich, die ist bei der 4.0er-Version jetzt hier doch relativ erledigt. Kleiner Wermutstropfen, alle ID-Modelle, die bisher nur 3.x Software-Version haben und die nicht mehr auf 4.0 kommen können, die können auch keine 5.0-Version mehr bekommen. Das heißt, die sind von der Hardware am Ende der Fahnenstange und das ist natürlich richtig schade, ne? Gerade erst angefangen mit der Software und da, wo die Software so langsam richtig Spaß macht, da können ältere Autos diese Version gar nicht mehr bekommen, sondern da muss man sich ein neues Auto kaufen. Ja, das halte ich ehrlich gesagt für eine kleine Zumutung. Aber gut, da muss man dann als ID-Besitzer älteren Jahrgangs durch. Und ja, was ihr davon haltet, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Aber ansonsten auch schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt von der Software 4.0 haltet. Gibt ja viele Leute, die sie schon haben. Und was ihr dann eventuell für die Zukunft bei der 5er-Version alles erwartet. Das würde mich auch mal interessieren. Wo würde eurer Meinung nach die Reise hingehen? Wo sollte sie hingehen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.